Wunderschönen guten Morgen, ich grüße Sie und schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch nochmal zu teilen. Und zwar heute geht es um Blender-Text. Also ich zeige euch, wie Sie einen 3D-Text einfach mit Blender so erstellen können. Wir legen sofort los, indem wir ein neues Projekt einfach beginnen. Also wir gehen auf Datei, wie Sie merken. Dann können wir das Projekt hier einfach beginnen. Also jetzt können wir den Würfel hier löschen mit X, wie Sie schon wissen. Und wenn wir fertig sind, dann haben wir die Möglichkeit, unser Textwerkzeug hier auf, hinzufügen, einfach zu gehen und dann Textwerkzeug anfügen, wie wir wollen. Wir wollen zum Beispiel die Rotation auf 90 Grad auf unserer Text Ebene haben und jetzt haben wir die Möglichkeit, in unseren Editiert-Modus zu wechseln, damit wir unseren Text schreiben können. Wir schreiben zum Beispiel Kohle Intro, schreiben wir. Und das wollen wir jetzt bearbeiten. Um das zu tun, würden wir gerne erstmal in unseren Objektmodus nochmal wechseln und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Projekt zu vergrößern und mit diesen Achsen haben wir die Möglichkeit, das Projekt nochmal zu verschieben. Und genau wie Sie schon wissen, Sie haben auch die Möglichkeit, hier das Projekt zum Beispiel nochmal zu skalieren, wie Sie eigentlich also haben wollen. Also hier haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal das Projekt zu skalieren. Und auf unserer X-Achse, Y-Achse haben Sie auch die Möglichkeit. Und hier auf unserer Delta-Transformation können Sie nochmal das Projekt genau positionieren, wie Sie eigentlich haben. Genauso können Sie auch hier nochmal das Projekt verschieben, wie Sie eigentlich haben wollten. Und so können Sie hin und hier einfach rotieren, wie Sie wollen. Also Sie sehen schon, das ist unser Projekt, es steht schon und Sie können nochmal ein bisschen skalieren, wie Sie eigentlich wollten. Wenn wir jetzt fertig sind, dann haben wir die Möglichkeit, das Projekt zu bearbeiten, indem wir einfach auf unsere Werkzeug F gehen, Eigenschaften F gehen und dann haben wir die Möglichkeit, den Text zum Beispiel hier zu estudieren. Wir setzen einen Wert da, zum Beispiel 0,1 setzen wir und sofort merken Sie den Unterschied. Der Text hat sich verändert und auf unsere Ziffer geben wir zum Beispiel 0,02 und es hat sich auch nochmal geändert. Wir können nochmal unseren Text ein bisschen verschieben, wie ich euch schon gezeigt habe. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, hier den Text ein bisschen zu vergrößern, wie Sie wollen. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, den Text nochmal ein bisschen zu rotieren, wie Sie wollten. Und von daher haben Sie die Möglichkeit, ihn ein bisschen zu bearbeiten, wie es eigentlich euch so am besten gefällt. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Position ein bisschen zu ändern, wie der Text schon sagt. Und hier können Sie nochmal verschieben, wie Sie wollen. Und wenn Sie jetzt fertig sind, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Text einfach aus Kurve zu machen, indem Sie zum Beispiel Alt plus C drücken. Dann machen Sie ein Mesh aus Kurven. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, einfach in den Editiert-Modus, zu wechseln und der Text sieht einfach jetzt so aus. Und jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, in den Tag-Gitter-Modell auch zu wechseln. Und so sieht unser Text momentan aus. Und wir können zum Beispiel ein bisschen modifizieren. Und das zu tun, müssen wir erstmal zurück zu unserem Objektmodus gehen und dann auf Modifikatoren zu wechseln. Und jetzt können wir unsere Themen hier ändern, wie wir eigentlich haben. Zum Beispiel die Tiefe setzen wir zum Beispiel auf 6 und wir machen diese Häkchen hier raus und setzen ein weiches Shading hier rein. Und wenn wir jetzt fertig sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, nicht nur unsere Themen zu wechseln, wir haben auch die Möglichkeit zu dezimieren, wie wir eigentlich haben wollen. Hier sehen Sie schon, wir können zum Beispiel auf ebenflächig auch machen und wichtig dabei ist, dass unsere Radius auf 5 einfach steht. Also das ist sehr wichtig. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, nicht nur unsere Projekt zu dezimieren, sondern wir haben auch die Möglichkeit nochmal, wir wechseln nochmal hier in unsere Massivansicht und so sieht es jetzt aus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier nochmal ein bisschen unsere Tragete-Modell hier zu wechseln.
Und dort können wir zum Beispiel unsere Dicke nochmal ein bisschen anstellen. Das ist unsere Dicke. Also wir setzen zum Beispiel auf 0,03 und jetzt können wir unsere Häkchen hier rausnehmen. Und von daher, so sieht das Projekt jetzt aus. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, eine Fläche hier hinzufügen für unseren Hintergrund. Um das zu tun, markieren wir erstmal die Stelle, wo wir zum Beispiel unseren Hintergrund haben wollten. Bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal das Projekt ein bisschen drehen. Also ich würde gerne nochmal hier hingehen und das Projekt ein bisschen auf unsere Achse nochmal, auf unsere Z-Achse nochmal drehen. Also, und wenn wir fertig sind, dann können wir also nochmal ein bisschen skalieren auf unsere X-Achse, Y-Achse und Z-Achse. Also sehen schon, was man damit machen kann, wie Sie einfach Ihre Projekte. Natürlich können Sie auch zum Beispiel anders Sie können anders das Projekt einfach anders lösen, als was ich jetzt mache. Also es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das lösen können. Also wir machen nochmal ein bisschen dicker und das ist, was wir jetzt erreicht haben. Und von daher können Sie immer ein bisschen skalieren, transformieren, wie Sie eigentlich wollen. Wir positionieren einfach das Projekt so und wir können nochmal ein bisschen, ja, auf diese Seite noch ein bisschen ziehen, wie wir eigentlich. Sie sehen schon, so steht unser Projekt jetzt aus. Und wir wollen jetzt zum Beispiel eine Fläche hier hinzufügen. Und wir machen jetzt, wir markieren erstmal die Stelle. Und dann können wir hier auf hinzufügen gehen und Mesh. Und dann können wir unsere Fläche hier hinzufügen. Aber das hier ist unsere Fläche. Und wir wollen zum Beispiel ein bisschen skalieren. Und wir wollen auch ein bisschen, also wir vergrößern noch mal ein bisschen das Projekt, damit wir besser sehen. Verkleinern das Projekt, Entschuldigung. Ja, wir verkleinern das Projekt, damit wir besser sehen können. Also, wir können zum Beispiel so das Projekt einfach so lassen. Und jetzt können wir nochmal das Projekt vergrößern, damit wir besser sehen können, was wir gemacht haben. Und auf unsere Material können wir ein neues Material erstellen. Und wichtig dabei ist, dass wir auf unsere Seite das Renderer wechseln. Und die Oberfläche lassen wir zum Beispiel auf die Füße. Und die Farbe können wir auch weiß lassen. Nur die Rauheit setzen wir. Wir ändern ein bisschen die Rauheit. 0,1 hier. Und 0,1 hier. Und dann haben wir die Möglichkeit jetzt einfach unser Projekt nochmal zu ändern. Wir markieren erstmal das Projekt, um zu sagen, wir wollen jetzt das Projekt bearbeiten. Und jetzt gehen wir auf unser Material und dort haben wir die Möglichkeit, das Material, die Oberfläche zum Beispiel auf Glanz zu setzen und wir können auch zum Beispiel die Farbe ändern, wie wir eigentlich wollen. Wir geben hier eine Farbe, die uns so am besten gefällt. E7 geben wir, 9, 6, 7 und B geben wir an. Und die Rauheit können wir auch hier ändern, 0,123 können wir auch ändern, wie Sie auch sehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Licht einfach hinzufügen. Also wir fügen nochmal unser Licht hier. Und zwar, wir wollen unsere Punktlampe einfach hinzufügen. Und das ist, was Sie hier sehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Stärke hier einfach zu ändern, wie wir eigentlich haben wollten. Und natürlich können wir auch hier die Farbe nochmal ein bisschen ändern, falls die Farbe uns nicht so gut gefällt. Wir geben FFD und 122 an. Also, das ist unsere Farbe, das ist eine gelbe Farbe, die wir jetzt haben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Projekt einfach zu rendern, um zu gucken, was wir gemacht haben. Das ist unser Projekt, was wir gemacht haben. Und so sieht es einfach jetzt aus. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal zu ändern, wie Sie eigentlich haben wollen. Und hier auf unserer Welt haben Sie auch die Möglichkeit, die Farbe des Hintergrundes einfach hier nochmal ein bisschen zu ändern. Denn Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel ein bisschen heller zu machen und so wird das Projekt aussehen. Oder Sie können zum Beispiel das Projekt nochmal ein bisschen verdunkeln und so wird das Projekt einfach aussehen. Das sieht auch nicht so schlecht aus, also von daher sehr schön. Und wir lassen einfach so, damit Sie einfach das Projekt nochmal gucken können. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, das Projekt einfach ganz weiß zu lassen. Aber dann, wenn es ganz weiß ist, dann können Sie einfach nicht alles
wirklich mitkriegen, was wir da gemacht haben. Deswegen lassen wir einfach unsere graue Farbe und so können Sie einfach das Projekt weiter bearbeiten, indem Sie zum Beispiel N drücken. Dort wollen wir einfach unsere Kamera an sich ein bisschen ändern, indem wir hier einfach drauf drücken und wieder N einfach drücken, um zu löschen. Wenn wir jetzt fertig sind, dann können wir das Projekt rendern. Und es ist immer wichtig, das Projekt erstmal zu speichern, bevor Sie das Projekt rendern können. Um das Projekt zu rendern, sollten Sie einfach F12 drücken, dann geben Sie einfach Ihre N-Wert und sofort ist es einfach fertig. Also, und ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben und freue mich einfach, das nächste Video nochmal mit euch zu genießen.